nur lediglich Achse müsst ihr auseinanderbauen, Axträger runterlassen, um dieses wunderschöne Schwallblech anbringen zu können. Wack ist voll und das kann nicht freuen. Heute wird endlich geschraubt und in wenigen Wochen hoffentlich bald gedriftet. Aber zuerst Ausflug in Tuningmarkt. Dazu gleich. Endlich ist hier für alles da. Von all diesen Schrauben und Muttern konnte Toyota mir auf die Schnelle nur das hier liefern. Lieferzeiten wegen des aktuellen weltweiten Pizdiets, kompletter Pizdiets. Deswegen restaurieren wir mit euch Schrauben. Vorher war alles in Rektol eingelegt, dass es ein bisschen besser ist. Weil alte Schrauben auf neue Ölwanne, nicht so geil. Vor allem hängt da immer wieder so Silikonhuinja dran. Und ich glaube, das ist auch nicht so geil. Am Ende werde ich euch sagen, was der ganze Spaß dann gekostet hat. Oder besser wie neu. Nach 200 Jahren nagelneue Ölwanne. Allerdings, Kameraden, Aftermarket. Mit kleinen Transportschaden natürlich, das muss sein. Aftermarket deswegen. Was schätzt ihr, was kostet originale Toyota Ölwanne? Here comes the money. Here we go. Nagelneue Ansaugstutzen. Diese Ansaugstutzen mit dieser Nummer braucht ihr. Neue Dichtung für Ansaugstutzen. An originale Toyota GDM-Teile jetzt in dieser Zeit ranzukommen. Extrem schwer. Diesem Kameraden verdanken wir das. Solche Automobile hat er, so eine Bewegung macht er, so sieht seine Werkstatt aus. Wer Lexus fährt, Toyota fährt oder allgemein GDM. Aber er hilft euch auch bei anderen Automobilen. Bei dem seid ihr richtig. Weiter geht's. Japanisch, ihr wisst, was das heißt. Jetzt lernen wir zusammen ein bisschen Chinesisch. Alles klar? Die Stelle, Kameraden, ist kompletter Pizdiez. Es gibt welche, die lassen den Axträger runter. Dazu müssen wir aber die Schrauben von dem Motorträger lösen. Semi-geile Aktion, deswegen habe ich das dran gelassen und nur das Lenkgetriebe abgelassen, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt hier beschissen rankommen. Aber Ausblock-Engineering muss man wieder klären. So sieht aus. Lifehack von Palak und Osak. Okay, alles gut. Alle leben noch. Mit diesem geht noch besser. Guck mal, schreib mich, was die bei der Produktion hier gemacht haben. Neues Bauteil, bis jetzt teuer und sieht so aus. OEM sieht nicht so aus, Kameraden. Was ist da los? Akina Speedshop Kurwa, bis jetzt. Danke, Polak, gell? LPS Dissio, Kameraden. Lifehack. Von diesen Dingern bestellen, weil eins ist in Frankreich kaputt gegangen und eins ist bald hier umgefallen und dass man im Notfall dann Ersatz hat, weil sonst habe ich keinen mehr. Blech. Minus eine Kamera. Was soll ich sagen, Palak Kurwa? Kameraden, ich dachte erst ist das Problem wieder hier, weil in dieser chinesischen Anleitung nichts steht, dass dieses Teil hier, dieser Sensor, zu Problemen führen könnte. Ölstandanzeige, also wenn der Ölstand zu niedrig ist, dann leuchtet eine Lampe im Lexus. Ihr seht, man kommt blöd hier gegen und die Löcher fluchten nicht. Also man müsste ins Schwallblech ein Loch reinbohren, was die Funktion wieder vom Schwallblech zunichte macht. Deswegen müssen wir uns von diesem Sensor trennen, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass die Lampe im Armaturenbrett leuchtet. Gott sei Dank gibt es da zwei Schrauben, die kann man lösen und diese Hunja wegmachen. Einzige Problem, ich habe keinen Lötkolben, um das hier loszulöten. Und deswegen müssen wir das abzwicken. Eigentlich wollte ich schnell Schwallblech rein, Fahrwerk rein und raus hier, dass wir mit der Silvia weitermachen können. Und wird schon wieder so eine Doktorarbeit, aber hoffentlich hilft es anderen weiter, nicht, dass dann so eine Überraschung kommt. Mich interessiert jetzt, wie sieht es bei Palak aus? Da, Kameraden, wo der J-Buchstabe steht, das ist eine Adapterplatte, die den Sensor für Ölstand zumacht.
Was eine Scheiße. Bitte ein paar von diesen Dingern bestellen. Пиздец. Аксträger muss runter. О, ебать. Das freut Palak umso mehr. Kein Bock mehr, ey. Oh, bei Palak hat das Ganze funktioniert, weil dem sein Aksträger ist weiter hinten, deswegen gab's da mehr Platz. Warum, Kurwa? Warum muss das so sein, blöd, wie immer? Ich hab keinen Bock mehr, ich bin einfach hier zu McDonald's gefahren. Es ist einfach unfassbar, Alter. Warum zum Teufel habe ich angenommen, dass es einfach so wie bei dir? Bei dir ist der Aksträger weiter hinten. Dieser Sensor hat mich... Ah, oh, Mann. Nur lediglich Achse müsst ihr auseinanderbauen, Achsträger runterlassen, um dieses wunderschöne Schwallblech anbringen zu können. Folgenden Pisdiez haben wir noch festgestellt, der sieht gar nicht gut aus. Die Dinger kann man wahrscheinlich rausdrehen. Frage ist, ob sich das Ding noch rausdrehen lässt. Warum zum Teufel ist das überhaupt so vergammelt bis jetzt? Die Winde sieht auch nicht mehr so geil aus. Hätte ich das gewusst, dass man das hier alles machen muss, um das Schwallblech anzubringen, hätte ich neue Motorlager gleich gemacht. Motorlager, die 270.000 Kilometer gelaufen sind, kann man auf jeden Fall tauschen. Hier dran seht ihr übrigens, dass das Öl immer, oder zumindest mal der Ölfilter, regelmäßig getauscht wurde. Weil ihr seht, da oben ist der Ölfilter, dann läuft immer das Öl auf das Motorlager und schmiert es. Deswegen sieht auch der Achsträger auf der Seite immer bei gut gewarteten Lexus komplett versifft aus. Das ist auch ein Pisdiez. Übergangsweise ein bisschen Rektol. Zumindest mal was Gutes tun. Jetzt kann man die Ölwanne wenigstens geil dran machen. Naja, geil. So, schauen wir mal. Ganz wichtig, wenn ihr diese Huinja eingebaut habt, alle Anzugsmomente beachtet habt, dann wichtig, Ölwanne ansetzen, gucken, dass die Presse anliegt, nicht so absteht, was durchaus möglich ist, wie bei diesem Kameraden zum Beispiel. I have a consistent gap. Just a little bit to take it off. Der musste dann diese Stellen hier nachbearbeiten. Das ist bis jetzt nicht geil, weil Staub und so weiter fliegt alles rein. Und wenn ihr noch viel schlimmer alles zusammengebaut habt oder Dichtmasse drauf gemacht habt und es passt nicht, dann ist kompletter bis jetzt. Warum das ganze Theater mit diesem Schwallblech, den Buffle Plate oder wie diese Hunja heißt, hier oben, Palak erklärt. Übrigens Samstag Stream, ich habe in den Kommentaren gelesen, euch interessieren Lexus Automobile, deswegen wird es auch im Stream für Lexus was abstauben zu geben. Давайте.